Servus, Freunde der guten Unterhaltung. Heute wieder mit unserem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich stehe jetzt hier auf dem Hof mit unserem Iveco Highway Truck of the Year 2013. Und wir begeben uns heute auf die Tour von Straßburg nach Perugia. Ja, das ist Perugia. Ah ja, okay, unten in Italien. Aha. Okay. Ich werde heute nicht mit dem Controller spielen, weil mir hat es irgendwie die Option rausgehauen. Glaube ich. Also er ist jetzt mal nicht angeschlossen. Weiß jetzt gar nicht so genau. Nee, er ist noch drin, aber er ist nicht angeschlossen. Weil ich heute schon wieder rumprobiert habe, alles Mögliche und... Naja, gut. Ich schmeiß mal die Kiste an. So, richtig schöner, satter Sound. Und dann geht's auch schon los. Jo. Jetzt muss ich bloß gucken, wo hier blinken ist. Ah, okay, jetzt weiß ich's. So. Und mit der Maus kann man sich doch ein bisschen flexibler umgucken. Mit dem Controller war das etwas sperriger. Ja. Gleich, sofort. Ich tue bloß noch das Navi umstellen. Was hat sich getan? Hat sich Folgendes. Ich habe heute eben halt ziemlich viel wieder ausprobiert. Ihr werdet auch feststellen, dass ich jetzt mit einer anderen Auflösung aufnehme. Ich habe vorher immer mit 300. Ja, Multitasking und so. Ich habe vorher immer nur mit 360p aufgenommen, was einfach daran lag, dass was anderes gar nicht gegangen wäre, ohne zu ruckeln und zu stottern ohne Ende. Jetzt ist es aber so, ich habe heute eben vieles ausprobiert und ich habe in den Optionen halt viel ausprobiert und so weiter, Grafikeinstellungen. Und es kam dabei heraus, dass nicht meine Grafikkarte schuld ist, sondern eher meine Festplatte. Oder meine Festplatten. Ich hab zwei Festplatten drin, aber jetzt kommt das Problem. Eben nur, wie sagt man, zwei HDD-Festplatten. Und die packen das nicht. Also, die packen das beide nicht. Ich habe alles durchprobiert. Die kommen dann mit dem Schreiben nicht hinterher, also lesen und schreiben gleichzeitig und so weiter. Das schaffen die einfach nicht. Und ja, dann war das Problem noch weiterhin bestanden. Ich konnte aber allerdings in den Optionen, also hier im Euro Truck Simulator 2, konnte ich einiges ausprobieren und ich bin da auch fündig geworden. Ich habe diese vertikale Synchronisation abgeschaltet und seitdem funktioniert das tadellos. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht genau, was die vertikale Synchronisation genau bewirkt. Auf jeden Fall, seitdem ich die abgeschaltet habe, läuft das Spiel viel flüssiger. Und ich kann das jetzt auch in 720p aufnehmen, also in der HD-Qualität. Ja. So viel erstmal gesagt dazu. Und dadurch wirkt es jetzt dann nicht mehr in den Videos auch nicht mehr so verschwommen. Habe ich festgestellt. Weil wenn ich das jetzt in einer hohen Auflösung aufnehme,
dann sieht das nicht mehr ganz so, wie sagt man, unscharf aus. Genau. Bei mir ist aufgefallen in den letzten Videos, wenn man da so die Schrift betrachtet hat, da war alles so verschwommen. Das hat sich aber jetzt durch die höhere Auflösung hat sich das gebessert. Und ja, also wie schon gesagt, das Problem war einfach das, dass meine Festplatte nicht hinterhergekommen ist mit dem Schreiben und Lesen gleichzeitig. Und ich habe das probiert dann, also dass ich das auf die anderen Festplatte aufzeichne, aber die andere Festplatte ist auch zu langsam. Die kommt dann auch nicht mehr mit. Und ja. Also wo dann wirklich meine Grafikkarte schlapp macht, ist auf jeden Fall, wenn ich den Schatten einschalte. Wer ihr schon, bestimmt schon gemerkt habt, ich spiele ohne Schatten. Also ich habe keinen Schatten eingeschaltet. Und schon die ganze Zeit eigentlich nicht. Und sobald ich Schatten anmache, fängt das Ding wieder an zu ruckeln. Und das heißt, ja, ich muss ohne Schatten weiterleben und weiterspielen. Und ja. Also da ist auf jeden Fall wirklich jetzt das mit der Grafikkarte ist halt so, wenn so die zusätzlichen Effekte dazu kommen und die Festplatte ist einfach schuld, weil die mit der Aufnahme dann nicht mehr hinterherkommt. Aber ich kann jetzt in 720p aufnehmen und es läuft ganz flüssig und das freut mich schon mal ein bisschen. Und dadurch wirkt das Bild dann auch nicht mehr so verschwommen. Vielleicht habt ihr ja, vielleicht kennt ihr euch ja da besser aus, was gerade so die vertikale Synchronisation betrifft. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Leider muss ich sagen. Da muss man sich wirklich schon intensiv mit beschäftigen, glaube ich. Aber naja, wir fahren jetzt unsere Tour nach Italien. Und ja, also unser Kontostand, wie ihr sehen könnt, ist 97.561 Euro. Und ich habe beschlossen, nach dieser Tour werden wir dann unseren ersten eigenen LKW kaufen. Und ja. Hui, Tunnel. Also irgendwie ist der Iveco von innen ganz schön laut, oder? Kommt mir das nur so vor. Und ja. So ist das. Also, unser Auftrag bringt uns glatte 20.000. Och nee. Okay. Ich habe mich verfahren. Ich bin so dumm. Müssen wir gucken, wie wir jetzt wieder da auf unsere Strecke kommen. Das war ja schlau. Hätte mich wohl lieber ein bisschen mehr aufs Navi konzentrieren sollen. Naja. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt auch noch Baustelle. Ja, nö, nö. Kann man hier umdrehen? Kann ich hier umdrehen? Ich glaube, ich drehe hier sogar um. Ich sehe nichts. Scheiße. Haben wir ja nochmal Glück im Unglück gehabt.
Oh. Ist das jetzt? Nee? Jetzt hat sich das Navi wieder umgestellt. Wo war ich stehen geblieben? Unser Auftrag bringt uns 20.000 ein und dann habe ich schon gesagt, dass wir nach der Tour einen LKW kaufen? Noch nicht. Oder? Doch, habe ich schon gesagt. Nee, auf jeden Fall, in der nächsten Stadt werden wir uns dann nach Händlern umgucken und gucken, was so das an. Aua! Hey, also irgendwie. Aber nichts passiert. Irgendwie bin ich heute neben der Kappe. Aber naja, das wird schon. Na klar. Ich bin jetzt gerade ein bisschen blinkfaul. Das liegt daran, dass ich mit der Tastatur spiele. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja. Verbleibende Zeit haben wir 27 Stunden. Nach Perugia. Ja, genau, das war's. LPG 21 Tonnen. Irgendwie habe ich euch versprochen, glaube ich, das zu googeln, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Diesmal nicht. Nee, nee. Nicht mit mir. Sonst wird es noch zu Tradition, hey. Also der Volvo Globetrotter, der war leiser. Viel leiser. Man hört ja sein eigenes Wort fast nicht, hey. So, da muss man wieder runter. Ja, was gibt's sonst Neues? Eigentlich erstmal nichts soweit. Aber mir fällt bestimmt wieder was ein. Gucken. Ich habe mir heute auch so überlegt, weil irgendwie, ich habe mir heute eine Zeitung gekauft. Computerbildspiele kennt ihr bestimmt alle. Hab mir überlegt, weil da waren auch gute Spiele soweit drin. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht sogar noch ein kleines Projekt starten soll. Aber ich habe eigentlich doch schon, wie sagt man, ein begrenztes Zeitfenster, wo ich immer Folgen aufnehmen kann. Leider. Aber ich guck mal, was war, ob man da was machen kann. Hey, guckt euch das mal an. Voll geil. Absolut Hammer. Absolut. Echt geil sieht das aus. Kommen wir jetzt wieder in die Tunnelhölle oder was? Ja, hier sind wir bei unserer Lieblingsstelle. Lauter Tunnel. Machen wir auch mal Licht an. Das gehört sich ja so, ne? Im Tunnel. Klar.